Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr ja vielleicht wisst, ich war ja Anfang September in London und wollte also ein kleines Tipps-Video für London drehen. Ich habe auch so ein Video gesehen bei Jerry auf dem Kanal, ich verlinke euch den mal in der Infobox, der mir auch wirklich sehr geholfen hat und ich habe jetzt nochmal ein paar Tipps, die ich euch geben möchte, wenn ihr nach London fahrt. Und das sind wirklich so Sachen, die haben einem wirklich riesig geholfen und ja, ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Tipps geben, worauf ihr achten solltet, wenn ihr in London seid und ja, ich würde sagen, fangen direkt an. Mein erster Tipp wäre an euch, dass ihr die Sachen, die ihr machen wollt, vorher bucht. Das kann man online machen. Haben wir auch getan. Wir haben eine Bootstour vorher online gebucht und die London Eye Fahrt haben wir vorher gebucht, weil es halt einfach günstiger ist und man so auch nicht noch anstehen muss und Tickets kaufen muss, sondern direkt da hingehen kann und das dann... Ich glaube, man muss trotzdem noch rangehen, aber es geht schneller. Es geht wesentlich schneller. Also man muss an den Schalter gehen, dann diesen das vorzeigen, dieses, was man ausdrucken muss halt. Und dann kriegst du das Ticket dafür halt, aber es geht wesentlich schneller, als wenn man da was kaufen muss und es ist günstiger. Und ich verlinke euch die Seite mal in der Infobox, wo wir das gemacht haben. Das war auf jeden Fall so eine offizielle Seite von London, irgendwas, also irgendeine offizielle Seite da. Und wie gesagt, das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr Geld sparen wollt und, was, und wenn ihr schon wissen wollt, was ihr so ungefähr vorher macht, also was ihr da machen wollt, wenn ihr da seid. Genau, dann wäre der zweite Tipp, die Oyster Card zu holen, zu kaufen, wie auch immer. Und zwar ist das die Oyster Visitor Card für den Transport in London, also für die Metro, für die DLR und so weiter. Mit alles könnt ihr, also mit allem könnt ihr da fahren, halt innerhalb von London komplett. Und die habe ich mir auch im Voraus bestellt, auch auf der Seite, das verlinke ich euch alles in der Infobox dann. Auch wo ich die, wo wir die Tickets gekauft haben schon. Da könnt ihr da auch direkt schon Guthaben raufladen. Das ist wie so eine Prepaid-Karte. Da könnt ihr dann Guthaben raufladen und auf der Seite wird euch auch empfohlen, wie viel Geld ihr ungefähr braucht. Und also je nachdem, wie viele Tage ihr da seid. Bei uns haben sie jetzt 50 Pfund empfohlen für 7 Tage. Es hat auch ausgereicht. Also es war super. Genau, das geht halt wesentlich einfacher und es ist auch günstiger, weil ihr halt nicht über 6,30 Pfund kommt pro Tag. Ihr könnt halt den ganzen Tag dann fahren für 6,30 und wenn ihr jedes Mal einzelne Tickets zieht, das kostet Unmengen an Geld und auch Zeit. Wenn ihr dann dieses Ticket habt, da gibt es dann so Automaten, da steht ganz dick drauf Oyster Card, da könnt ihr das auch ranhalten, da wird es gescannt, dann wird da auch der Betrag nochmal angezeigt, wie viel noch auf der Karte drauf ist und schon könnt ihr losfahren. Also es ist richtig einfach und die Karte an sich ist, glaube ich, kostenlos, ja, außer Versand halt. Und dann könnt ihr auch schon angeben, was, wie viel Geld darauf soll. Und das ist auch wirklich schon drauf. Also hat bei uns voll geklappt und kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr dort natürlich auch Sightseeing machen wollt und so. Ist natürlich günstiger als so ein Hop-on-Hop-off-Bus und so weiter. Also da könnt ihr dann halt die ganzen Tage mit der Metro und so weiter fahren. Dann noch den dritten Tipp, der geht zum Thema Geld abheben. Und zwar würde ich euch empfehlen, also wir haben vorher nichts getauscht an Geld, wir sind direkt hingefahren, hingeflogen und haben dort am Flughafen Geld abgehoben mit einer Kreditkarte von Visa. Und Kreditkarte ist einfach am besten, da könnt ihr überall abheben eigentlich und ist kein Problem. Und dort gibt es, also ich habe da zwei Tipps für euch. Erstens, dass ihr einmal abhebt, je nachdem, weil man muss ja auch Gebühren zahlen, je nachdem, was ihr für eine Kreditkarte habt. Ich musste dann 6 Euro Gebühren zahlen und noch 2 Euro zum Abheben. Also insgesamt habe ich 8 Euro Gebühren bezahlt für einmal abheben, was halt schon ganz schön viel ist, je nachdem, wie viel man noch abhebt. Dann müsst ihr noch darauf achten, wenn ihr dort Geld abhebt, wird euch ein Wechselkurs vorgeschlagen. Also ich habe zum Beispiel 500 Pfund abgehoben dort und mir wurde vorgeschlagen, ein Wechselkurs von wegen 500 Pfund für 650 Euro. Und wenn ihr sowas kriegt, dann da kann man einfach Ja und Nein sagen. Und wenn ihr Nein sagt, dann ist das halt so, ihr kriegt trotzdem euer Geld natürlich, also da müsst ihr keine Angst haben. Nur dann wird der Wechselkurs von eurer Sparkasse oder Bank zu Hause regeneriert, also wird das generiert, genau. Und dadurch, dass ich dann Nein gedrückt habe, habe ich 50 Euro gespart. Also wie gesagt, ich habe dann meine Bank zu Hause das generieren lassen
und habe dann 500 Pfund für 600 Euro gekriegt statt 500 Pfund für 650 Euro. Also wie gesagt, passt da auf und eigentlich ist es immer, günstiger, wenn ihr dort auf Nein drückt. Die wollen natürlich auch nur Geld machen. Und genau, das ist auch so ein Tipp. Also den haben wir vorher irgendwo aus dem Internet mal gelesen. Also das ist wichtig, wenn ihr dort Geld abheben wollt. Dann könnt ihr auf jeden Fall richtig viel Geld sparen. Dann der vierte Tipp, ist glaube ich der vierte, ne? Ist diese Bootstour, die wir auf der Themse gemacht haben, das Ticket und so, das ist wie gesagt auch alles auf dieser einen Seite, Visit Britain heißt die, glaube ich. Und das hat irgendwas mit 20, 25 Euro gekostet, aber man kann auch 24 Stunden fahren. Und es ist auch wie so ein Hop-on-Hop-off-Bus, nur als Schiff. Der ist halt dann, hat verschiedene Anleger, zum Beispiel wir sind dann immer in Greenwich losgefahren mit dem Schiff und sind dann in Westminster am Big Ben und so weiter ausgestiegen. Und es war halt super cool, weil es ist auch nicht so krass voll wie in der Metro. Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich verlinke das in der Infobox und also es ist auf jeden Fall mal wert, das dann zu sehen vom Boot aus. Also es ist wirklich sehr interessant und man hat auch immer so eine kleine Führung mit dabei. Da ist dann oben einer und redet und so weiter und kriegt man auch noch ein bisschen was von der Geschichte und so mit. Dann zum Thema Essen und Geld sparen habe ich da eine Sache für euch und zwar sind das Food Trucks. Die stehen in London, ich glaube überall irgendwo mal rum, an den verschiedensten Ecken. Wir hatten zum Beispiel eine Station mit der DLR von unserem Hotel entfernt. An dem Hafenbecken, an den Docklands, da waren mehrere Food Trucks aufgebaut. Da konnte man zum Beispiel Fisch und Chips essen, Hamburger, Wraps, Frühstück und so weiter. Also ganz viele Food Trucks auf jeden Fall. Und dort konnte ich wirklich richtig günstig Mittagessen und eine warme Mahlzeit bekommen, weil in London Essen ist sehr, sehr teuer. Und das haben wir auch selber die Erfahrung gemacht. Da waren wir teilweise, haben wir 50% weniger bezahlt als sonst in irgendeinem Restaurant oder so. Und da waren wir schon in günstigeren Restaurants. Also wie gesagt, diese Food Trucks und so, ihr könnt es auch gerne mal googeln, wo die da überall stehen. Und lohnt sich auf jeden Fall, damit kann man auch ganz viel Geld sparen und es schmeckt auch wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich noch eine App-Empfehlung für euch und zwar ist das die App London Reiseführer, genau, von Ulmon. Und zwar ist das eine App, da habt ihr eine Offline-Map von London sozusagen. Und da wird euch hier alles, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, genau, ich versuche euch das gleich nochmal von nahen einzublenden. Habt ihr die gesamte London-Karte, da könnt ihr auch vorher Sachen einspeichern, wenn ihr im WLAN seid. Ich habe hier zum Beispiel Superdrug und sowas eingespeichert, wo ich gerne hin möchte. Und dann kann man auch mit GPS gucken, wie man so ist und so. Also das ist wirklich richtig cool. Das hat uns richtig, richtig viel gebracht in London. Also dadurch haben wir wirklich alles gefunden. Und ja, die App ist kostenlos, die könnt ihr im App Store runterladen und die kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr nicht ständig mit einer Karte rumlaufen wollt. Dann sieht man auch nicht so aus wie so ein Tourist, ne? Da könnt ihr natürlich auch nach Sehenswürdigkeiten suchen und so weiter und euch die markieren und dann wisst ihr genau, wo ihr hin müsst. Und dann habe ich als nächstes noch ein Museum, eine Empfehlung für euch. Und zwar waren wir in dem Science Museum, was wirklich sehr interessant ist. Da gibt es dann so Sachen wie Raumfahrt und so moderne Sachen, auch mit Autos und so weiter. Und das war wirklich sehr interessant dort. Ist kostenlos und ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Was auch ganz, ganz gut war, war das Museum of London. Und da geht es halt dann, wie gesagt, um die Geschichte von London und ist auch sehr interessant. Dort haben die auch im Moment so eine extra Ausstellung mit über den Brand in London 1666. Hätte euch auch interessiert, die kostet aber Geld. Aber ansonsten ist das Museum komplett kostenfrei. Da könnt ihr auch nochmal googeln mit Sachen, die kostenlos sind. Haben wir auch gemacht und wenn ihr Geld sparen wollt, ist das wirklich super. Dann noch ein Tipp, wenn ihr Geld sparen wollt. Und zwar haben wir ja diese Tour, also diese Rundfahrt, wie nennt man das genau? Ja, im London Eye halt gemacht. Wir sind halt einmal so eine Runde gefahren damit. Und das war, also diese eine Runde, es dauert 30 Minuten ungefähr, kostet auch 25 Euro oder so, also richtig teuer. Und ich habe einen Tipp für euch, den haben die uns dort in London gegeben.
Und zwar ist das der Sky Garden London. Ich verlinke euch das nochmal in der Infobox, die Internetseite. Das ist ein riesengroßes Gebäude, sieht aus wie so ein Walkie-Talkie. Und dort könnt ihr kostenlos ganz nach oben auf die Aussichtsplattform fahren. Und dann habt ihr einen riesengroßen Rundumblick über London und es ist komplett kostenfrei. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf die Internetseite zu gehen und euch vorher anzumelden, weil, wie gesagt, da so ein paar Wartelisten sind, weil, wie gesagt, viele wollen da ja auch rauf. Und es ist ja auch kostenlos, deswegen nutzen das wahrscheinlich auch mehrere Leute. Und wenn ihr aber wisst, dann und dann bin ich in London, könnt ihr das vorher schon online vorbereiten, dass ihr dann auch da hoch könnt. Und wie gesagt, es ist kostenlos, also besser kann man es nicht haben. Hätten wir das gewusst, hätten wir das auch gemacht. Und wie gesagt, Sky Garden London. Und kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr sowas haben wollt, machen wollt. Dann habe ich noch einen Park, den ich euch sehr empfehlen kann. Und zwar ist das der St. James Park. Es gibt ja mehrere Parks in London. Wir haben uns auch den Hyde Park angeguckt, aber den fand ich nicht so schön. Also der St. James Park ist ja auch ein Royal Garden. Deswegen sieht der auch richtig, richtig schön aus. Und was richtig toll ist, da laufen einfach handzahme Eichhörnchen rum. Es ist so genial. Also wenn ihr sowas mögt und so ein bisschen Natur haben wollt, es ist richtig, richtig schön dort. Und es ist auch nur ein Katzensprung zum Buckingham Palace. Und das ist auch der nächste Tipp. Und zwar gibt es da diese Changing Guards. Und zwar sind es ja diese Wachen, die dann vom Buckingham Palace stehen mit diesen schwarzen Puschelmützen. Und wenn die dann halt sozusagen die Schicht wechseln, dann laufen die mit so einem riesen Orchester lang und Musik und dann müssen die abtreten sozusagen. Das ist richtig cool, ist auch umsonst natürlich, machen die ja auch jeden Tag. Und das könnt ihr euch dann auch angucken, das ist auch ganz cool zu sehen. Also ist ja wirklich ganz spektakulär und werdet ihr in meinen Vlogs auch noch sehen, so ein bisschen, was die da so gemacht haben. Aber das kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Dann habe ich noch so ein paar Shopping-Tipps für euch. Wenn ihr euch so für Make-up interessiert, müsst ihr auf jeden Fall zu Superdrug. Das ist die Drogerie überhaupt. Das gefällt mir sogar besser als Boots, aber Boots ist auch ganz toll. Da gibt es auch ein bisschen mehr High-End, aber Boots hat mich nicht ganz so interessiert. Ich war nur im Boots, zu NYX zu gehen, weil ich mir diese Lippenstifte kaufen wollte. Und Superdrug musst ihr auf jeden Fall dann abchecken, wenn ihr Make-up mögt. Ich hätte mich tot kaufen können, das ist so geil. Und da gibt es auch richtig viele Rabatte, so 3 für 2 oder 2 für 1 oder sowas. Richtig geile Sachen gibt es da. Dann habe ich hier natürlich noch die Oxford Street. Wenn ihr euch da auch wieder so für Make-up und Fashion und so interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall nach Debenhams oder Selfridges. Aber das ist mehr so teurer. Aber da ist natürlich auch sowas wie Topshop, Primark und so weiter. Ist alles auf der Oxford Street dort. Und dann, wenn ihr auch noch so Luxus oder euch das mal interessiert, ist auf jeden Fall ein wunderschönes Haus. Und zwar ist es das Harrods. Das ist auch so ein Einkaufszentrum, auch mehr so Luxus. Da gibt es auch Marc Jacobs Beauty und da könnt ihr auch die Foundation kaufen und sowas, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, auch ganz, ganz viel Beauty und Fashion, Bücher, alles. Da gibt es wirklich alles. Und es ist richtig, richtig schön von innen und da kann man sogar essen, alles. Da kann man wirklich alles kaufen. Aber es ist auch ganz schön teuer. Genau. Und dann noch ein Einkaufszentrum, da war ich selber nicht, aber es hätte mich auch interessiert. Und da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Sachen. Und zwar ist es das Westfields Einkaufszentrum. Könnt ihr auch mal googeln. Und da gibt es auch ganz, ganz viele tolle Shops. Und ja, ist sicherlich auch richtig cool. Dann habe ich noch eine App, und zwar ist es die Tube Map London Underground. Da, wie gesagt, ist es sowas wie VPN oder sonst irgendwas halt. Also so eine App, wo man sehen kann, wann die Metro und so weiter fährt. Also das ist auch ganz, ganz gut. Ich verlinke euch das alles in der Infobox, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke euch auch nochmal die wichtigsten Stationen in der Infobox. Ich will euch jetzt nicht alles auf alles hier volllabern mit, aber da könnt ihr in der Infobox vorbeischauen. Da sind die wichtigsten Stationen für die ganzen Sightseeing-Sachen und so verlinkt und genau. Achso, und was auch noch ganz, ganz cool ist für alle Harry Potter-Fans, wenn ihr in London seid, dann geht auf jeden Fall zum King's Cross Bahnhof
Und da könnt ihr nämlich auch ein Foto machen am Gleis 9¾. Kostet aber Geld. Ist ein bisschen schade, aber naja. Und da ist auch ein riesengroßer Harry Potter Shop. Und oh mein Gott, da habe ich auch die Sachen für die Verlosung gekauft. Und da müsst ihr immer unbedingt mal reinschauen, wenn ihr Harry Potter Fan seid. Also so richtig tolle Sachen gibt es da. Da gibt es wirklich alles. Also von Zauberstäben bis zu Schleifchen und bis zu Notizbücher. Es gibt wirklich alles und Schmuck und alles. Wirklich alles. Und also wenn ihr sowas mögt, Harry Potter und so, dann schaut auf jeden Fall da vorbei. Genau, das sind so meine London-Tipps, die ich so für euch habe. Ich hoffe, das war hilfreich für euch, wenn ihr mal nach London fahren wollt. Und mir haben die Tipps auf jeden Fall sehr geholfen und sind auch sehr geldsparend. Und genau, das war mein London-Tipps-Video und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.